Liebe Whisky-Freunde, ihr habt gewählt. Bei meiner Umfrage von letzter Woche habt ihr euch relativ deutlich für einen Vergleich Turbo Mori 10 gegen Turbo Mori 12 entschieden. Viele haben zwar geschrieben, auch Lecic kann gerne mal verglichen werden, aber das mache ich irgendwann mal vielleicht. Jedenfalls war eine Mehrheit für Turbo Mori und da wünsche ich euch heute viel Spaß dabei. Liebe Whisky-Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schorns Whisky-Ecke. Ihr habt dem Trailer entnommen, dass es heute um ein Vergleichsvideo geht von Turbo Mori alt gegen neu. Also Turbo Mori 10 Jahre, der bis vor 2-3 Jahren auf dem Markt war, den es zwar immer noch gibt, aber die großen Flaschen werden schon eher selten. Ihr seht, ich habe heute ein Sample nur, weil ich habe eine große Flasche gab es zwar noch bei ein, zwei Shops, aber ich habe mir dann doch ein Sample gekauft, wollte erst mal schauen. Und der Vergleichspartner ist der Turbo Mori 12, den es seit ungefähr 2 Jahren auf dem Markt gibt. Da habe ich schon mal ein Verkostungsvideo dazu gedreht und jetzt war für mich die spannende Frage, was ist nun der bessere oder für wen ist welcher besser geeignet? Vielleicht kann man es so ausdrücken. Und da hattet ihr bei meinem Aufruf letzte Woche euch deutlich mehrheitlich für den Turbo Mori entschieden. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Mehrheit doch auf rauchige Whiskys steht. Aber gut, sei es drum. Dann machen wir heute den Turbo Mori und den Lecic-Vergleich mache ich irgendwann mal später. Gut, Turbo Mori, zur ganzen Geschichte habe ich bei dem 12-jährigen Verkostungsvideo euch schon viel erzählt. Das ist eine Destille auf der Isle of Mull, die etwas nördlich von Isla und Jura liegt. 3000 Einwohner, ein Drittel davon wohnt im Hauptort, nämlich Turbo Mori. Die Destille ist 1798 gegründet von John Sinclair, damals als Lecic noch, was so viel wie sicherer Hafen bedeutet, weil die Brennerei liegt auf der seeabgewandten Seite, also etwas geschützt auf der Insel. Ja, und ist seit den, ich glaube, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts im Eigentum von Byrne Stewart, dem auch die Diensten-Brennerei und die Bunnahevan-Brennerei gehört. Und seit, ich glaube, seit Anfang der 2000er sind die drei Destillerien, gehören sie zum Konzern eines südafrikanischen Spirituosenkonzerns, der Distell-Gruppe. Markenzeichen der drei verschiedenen Whiskys ist die Alkoholstärke von 46,3%. Entschuldigung. Das hat sowohl dieser 10-Jährige hier als auch dieser 12-Jährige. Mit dem 10-Jährigen hat es die Bewandtnis, dass der bis zur Renovierung der Brennerei, die von 2017 bis 2019 stattfand, rausgebracht worden war und damals sozusagen der Standard war. Und der ist nun abgelöst seit 2 Jahren von diesem 12-jährigen Turbo Mori. Ja, und da interessiert mich dann schon der Vergleich. Beide sind nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt. Das ist sehr schön. Von der Farbe her sieht man jetzt schon leichte Farbunterschiede, dass der 12er etwas dunkler ist, ist aber auch 2 Jahre länger gereift. Und ja, zur Reifungsart ist es glaube ich so, dass beide in amerikanischen Weißeichenfässern, also Ex-Bourbonfässern, gereift sind. Ich weiß nicht genau, ob in First Fill, das sagt man beim 10-Jährigen, beim 12-Jährigen ist es vielleicht eine Mischung zwischen First und Second Fill. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass der dann gefinished worden ist in frisch ausgebrannten amerikanischen Weißeichenfässern, also sogenannten Virgin Oaks. Das gibt ihm wahrscheinlich nochmal so eine frische Holznote mit. Muss nicht immer was Gutes sein, aber ja, trägt ein bisschen zur Komplexität bei und vielleicht auch zur Farbgebung. Gut. Ich
Das soll es zur Vorgeschichte und zur Vorrede gewesen sein. Kommen wir zum Vergleich. Ich würde mit dem 10-Jährigen anfangen. Ich habe den Whisky jetzt so vor 10 Minuten etwa eingeschenkt schon. Will euch bloß noch mal kurz das Sample ins Bild halten, weil das Kleine sieht man ja doch etwas weniger. Also wie gesagt, große Flaschen gibt es zwar noch, aber schon sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe ein, zwei Shops noch gesehen. Der ist preislich meistens noch so bei 40, Anfang 40 Euro. Also eigentlich genau wie der jetzige 12-Jährige. Den nehmen sich also vom Preis nichts. Aber ich denke mal, dadurch, dass der bald vom Markt verschwunden ist, wird vielleicht auch der Preis nochmal etwas steigen. Aber mal gucken, wenn mich der heute überzeugt, werde ich mir vielleicht nochmal eine große Flasche zulegen. Aber mal sehen. Gut, ja, Farbe. Ja gut, wenn man es jetzt so ansieht, ist gar nicht mal so ein großer Unterschied. Ist doch ein satter Goldton. Und dann schauen wir mal. Ja, also frische Vanille-Karamelltöne. Alkohol nicht zu spüren, aber ein paar frische Früchte von, ja, Apfel, Birne, sowas. Und jetzt kommen dann noch ein paar malzige Getreidenoten dazu. Ja, vom Geruch her recht angenehm. Das Lunge. Auf der Zunge doch recht rassig, sage ich mal. Kräftiger Antritt. Ja, wild und ungestüm kann man vielleicht sagen. Trifft es vielleicht schon. Ja, jetzt aber, wenn der erste Antritt verschwunden ist, ja, hinterlässt die Eiche dann schon ein paar schöne, schokoladige, süße, ja, fast Honigsüße, muss man sagen. Also, gefällt mir gut. Ja, dunkle Schokolade. Also sehr, sehr angenehm. Mittellanger Abgang. Ja. Ja, also doch jetzt ein paar kräftigere Fruchteinflüsse noch und die Eiche ist aber, schiebt ganz schön nach vorne, ganz schön kräftig die Eiche, ja, muss man sagen, aber eine gewisse Honigsüße bleibt dann schon. Schokolade kommt. Doch ist also für einen 10-Jährigen erstaunlich, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So, dann kommen wir mal zum 12-Jährigen im direkten Vergleich. Farbe ist ja fast ähnlich, vielleicht ein ganz Ticken dunkler wie der 10-Jährige, sollen wir mal sehen. Aber hat ja auch 2 Jahre mehr im Fass gelegen und ja, durch wahrscheinlich dieses Finish mit frisch ausgebrannten Eichenfässern hat er doch noch ein bisschen mehr Farbe bekommen als der 10-Jährige. Also
also im Geruch, wesentlich geschmeidiger. Ja, ich will nicht sagen weichgespült, aber schon ziemlich, ja, also gut abgeglichen. Da hakt nichts, da sind keine Ecken und Kanten. Ist schöne malzige Süße. Die frischen Früchte, Apfel, Birne. Ja, jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen Aprikose, aber ja, überwiegend frische Früchte. Also im Geruch etwas abgeglichener oder ausgeglichener als der 10-Jährige, muss man sagen. Dann zum Wohl. Ja, jetzt auf der Zunge setzt sich dasselbe fort. Weicher, angenehmer auf der Zunge. Fast ein Ticken süßer noch. Mit mehr Vanille, Karamell. Und auch mehr, ja, malzige Süße. So Honig ist noch mehr drin als beim 10-Jährigen. Aber ja, so die Eiche, die so sehr nach vorn oder die dem Ganzen so ein bisschen Kraft verleiht, oder die schokoladigen Noten, die sind ja nicht ganz so ausgeprägt wie beim 10-Jährigen, sind weniger. Ja, Abgang ist genau auch mittellang, würde ich sagen. Also, schwierig. Damals im Video, wo ich das Verkostung zum 12-Jährigen gedreht hat, fand ich ihn jetzt nicht so toll. Aus heutiger Sicht finde ich ihn ja fast ein bisschen besser. Damals ein bisschen unterbewertet von mir, aber ja. Ja, also ich würde ja fast sagen, das ist also ein bisschen weicher, ein bisschen geschmeidiger. Ja, als Fazit könnte man vielleicht sagen, das ist ein Whisky für einen Einsteiger, der es schön ausgeglichen will, von ein bisschen was von, ja, malziger Süße, Karamell, Vanille, ein paar ansatzweise schöne Holztöne, aber ist jetzt nicht so rassig und so eckig und kantig wie der 10-Jährige. Also der 10-Jährige hat irgendwas, gefällt mir eigentlich für meine Begriffe, aber das ist Geschmacksfrage, fast besser als der 12-Jährige, obwohl er 2 Jahre weniger hat. Er ist irgendwie, ja, dreckiger, schmutziger, kann man vielleicht sagen. Also hat irgendwas. Also das Holz ist dort wesentlich intensiver und schiebt auch das Aroma und den Geschmack, die Eiche, die Schokolade, mehr nach vorne als dieser. Das ist ja sicher kein schlechter, also auch ein angenehmer Whisky, aber wer es mal ein bisschen rassiger, ein bisschen dreckiger mag, der, denke ich, ist mit dem 10er besser bedient als mit dem 12er. Preislich nehmen sie sich sowieso nichts. Man muss nur aufpassen, dass man von dem 10er noch eine Flasche bekommt. Vielleicht werde ich mich jetzt mal umtun und nochmal eine suchen. Für meine Begriffe ist das der bessere. Aber wie gesagt, das ist wie bei jedem Whisky Geschmacksfrage. Andere werden vielleicht auf den eher stehen und sagen, oh, das ist toll, ausgeglichener, geschmeidiger. Ja, das ist er sicher. Aber ja, das wäre mein Fazit heute. Das soll es gewesen sein. Ich würde mich wie immer über Kommentare, über eure Meinung unter dem Video in den Kommentaren freuen.
natürlich auch über weitere Likes und Abos. Und wir werden uns dann nächste Woche wieder hören und sehen, hoffentlich. Da bin ich im Urlaub und würde dann mal an der schönen Ostsee von der Insel Usedom mal wieder ein Video für euch drehen. Ich muss nur sehen, welchen Whisky ich da mitnehme und dort mal verkoste in Ahlbeck. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich für euer Zusehen. Bis nächste Woche, euer Sean.